Hui. Einmal rum. Hätten wir da nicht einfach anders hochgehen können? Egal. Und einmal darüber, richtig? Ich glaube schon. Immer diese verwirrenden Bauten. Och. Ich komme, Kalia. Kalia. Da oben? Oh, wurde er hier nicht umgebracht? In dem Raum? Wurde hier nicht der, ups, der Verräter umgebracht? Hallo, kümmerst du dich auch? Schreitet wohl. Danke. Was machst du? Oh, hast blutige Stofffetzen, die kann ich mitnehmen. Mit Kaleas Blut, da kann ich ihre Seele. Ist schon gut. Hey, du. Oh, hier haben wir uns das erste Mal getroffen, ne? Saira, was tust du hier? Wow. Wir starten bald die Mission in die Stadt der tausend Fluten. Ich wollte mich verabschieden für den Fall der Fälle. Och, komm, Spiel. Bitte mach mal ein gutes Ende jetzt für den Helden. Ich wollte nach dir sehen. Wie geht's deine Verletzung? Besser, danke. Der Sturz sah übler aus, als er letzten Endes dann wohl war. Wir starten bald die Mission. Ich wollte mich verabschieden. Ich glaube, dass wir uns wiedersehen. In ein paar Stunden werde ich auch wieder auf den Beinen sein. Ich Gebrochen? will nicht hier rumliegen, während... Du weißt schon. Finde einfach den Numinus, Saira. Das ist alles, was jetzt zählt. Ah, okay. Das heißt, ich finde ihn und dann komme ich zurück, damit wir sie nochmal sehen können. Danke, dass du vorbeigesehen hast. Ich weiß das zu schätzen. Ah, das ist so schön. Wäre ich mit ihr zusammen, wäre das genau andersrum passiert? Wahrscheinlich, ne? Hat sich Jasper verletzt? Sowas ist echt cool gemacht. Oh, nice. Okay. Aber alles andere ist warten. Oh, ne. Wir machen noch das Begräbnis. Das ist wahrscheinlich. Ja, okay. Das machen wir noch. Weil dann bis abends werde ich dann aufräumen und machen und tun. Ich glaube, wir haben aber sonst nichts mehr zu tun, ne? Vielleicht einkaufen. Noch mehr Schreitet wohl. Stritzel, Spritzel, Stritzel. So. Puarek, Arantial, zwei Namen für dasselbe. Hallo. Hm? Lame alle. Wahrscheinlich bei auf dem. Oder? Wartet. Ja. Die Begräbniszeremonie wird wahrscheinlich, aber doch nicht nachts. Es ist erwartet viel von euch. 3 Uhr nachts. Ja, danke schön. Ich erwarte viel von euch und ihr enttäuscht trotzdem. Können wir jetzt schon dahin gehen? Kaserne? Da war doch, ne? Bisschen seltsam. Nach 3 Uhr nachts. Ist das nicht ein Meme? Man soll um 3 Uhr nachts nicht, Krieg, Verlorene und Chaos überall. Ich habe schon immer gewusst, dass es mit Um uns 3 Uhr allen nachts überhaupt machen sie jetzt nicht. das Begräbnis. Ich Na lege es dann. treue zu viel Ja. kyrillischer Philosophie schon, den die Menschen lesen. Das sind doch die wahren Ursachen für all das. Und so schließt sich der Kreis. Auch für die tapferen drei Seelen, die wir heute betrauern. Sie gaben ihr Leben für eine rechte Sache, für das höhere Gut. Und deshalb werden sie auf den ewigen Pfaden wandeln, gemeinsam mit unserem Herrn, der selbst entschied, uns zu verlassen. Magistra Jaela, Hüterin des dritten Siegels und der Archive. Stahlron Weidensang, Hüter des ersten Siegels. No, Lichan, tut mir Und leid. Liam Lichtmann, Lichtmann. Novize. Möge der Herr Geil. heute eure Ach, haltet Seelen doch einfach empfangen den Mund, und euch. verdammt! Als würdet ihr das selbst noch glauben! Hüterin, ihr. Malphas ist tot, hört ihr? Tot, abgekratzt, verreckt! Ein toller Gott, der sterben kann, was? Ein großartiger Gott! Based. Schafft sie davon. Ihr verschließt die Augen, aber das ist die Wahrheit. Die Läuterung ist die Strafe für unser Versagen. Und die Hohen werden uns holen, hört ihr? Sie werden uns holen, alle! Jetzt geht's einfach mit. Sie sieht viel Macht stärker weiter. aus als er. Aber. Macht weiter! Magistra Jaela. Ah, die haben die. Hüterin des dritten Siegels und der Archive. Warum begraben, wenn ihr keine Leichen Stahlron habt? Weidensang, Hüter des ersten Siegels. Liam Lichtmann, Novize. Wäre da nicht irgendwie Möge eine. der Herr heute eure Seelen empfangen und euch die Ewigkeit schenken. Blablabla. Bla 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 bla. Jada, jada.
Wäre es nicht besser, eine Zeremonie einfach drin irgendwo zu groß zu machen nach ein paar Tagen? Als Andenken? Das macht überhaupt keinen Sinn hier, weil wir alle drei haben keinen Körper. Wir haben sie ja nicht gefunden, sie sind ja nicht runtergefallen oder sowas. Schreitet wohl, mein Kind. Wie kann ich euch helfen? Oh, hallo, Pater. Kannst du mich heilen? Lasst mal. Malphas segne diesen Körper. Entledige ihn. Ah, danke. Einfach mal zwischendurch alle Krankheiten. Weil ich hatte Sex, weißt du, ungeschützt. Richtig heftig, die ganze Nacht. Hörst du? Da musstest du einfach mal. Ja. Da musstest. Hallo? Das ergibt Sinn. Hast du mich mal angeguckt? Und dann musste ich die Krankheiten hangeln. Verstehst du? Weil so heftig. Versteht ihr? Steht ihr? Was guckt ihr mich so an? Wollt ihr mehr wissen? Okay. Also. Zuerst haben wir geknutscht, aber so ein bisschen nur so, weißt du, so aufs Auge und so ein bisschen so umarmt, damit die anderen Leute so denken, so, ah, wie süß. Und dann konnten wir uns nicht innehalten und dann sind wir in meinen Raum reingegangen und dann habe ich ihn ausgezogen und dann habe ich Honig geholt und ich hatte da auch noch so einen seltsamen Kristall in der Tasche. Aber wartet, es kommt noch besser. Hallo, ich wollte eigentlich, ich bin ein bisschen verwirrt, ich wollte eigentlich nach Hause, ja, ich wollte nach Hause gehen und plötzlich sehe ich hier ihn stehen, mit meiner Intuition. The fuck? Ich dachte, wir treffen uns beim Nomaden? Wir speichern mal. Das hat mich jetzt gewundert, ich wollte eigentlich schlafen gehen und ausräumen und sowas, aber okay. Da bist du ja. Komm mit, ich habe eine Überraschung vorbereitet. Es war 10 Minuten. Ah, im Fremdenviertel. Habe ich mich falsch geguckt. Was war das? Warte, was ist gerade passiert? Ein Set-Bonus ist weg oder gekommen? Hat er mich ausgezogen? Ich bin sehr verwirrt. Lass uns mal ganz kurz gucken. Ich bin jetzt verwirrt. Oh ja, er hat meinen Helm ausgezogen. Why? Damit wir uns küssen können wahrscheinlich, ne? Soll ich Licht machen? Doppellicht. Ja. Boah, wie er grinst. Er freut sich voll. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Ich dachte, ich muss jetzt wirklich bis abends warten. Es ist 3 Uhr nachts und wir haben uns gerade getroffen. Wir sind gerade wiedergekommen. Nee, okay. Nehmen wir jetzt einfach mal an, wir haben uns ein bisschen ausgeruht. Und haben geschlafen, uns gewaschen im Badehaus, was ich eigentlich machen wollte. Hoffentlich müssen wir uns gleich ordentlich waschen, wenn ihr versteht. Okay, was kommt denn jetzt? Grins, Freu. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich wollte mit dir ins Badehaus. Ich wollte noch ein bisschen... Das sind übrigens die Nachtfalken, eine Spielmannsgruppe aus Dünenheim. Trotz der ganzen Lage hier sind sie hierher gekommen, um zu spielen. Ja, man kann ja einfach Myraden. Sind wirklich gut, auch wenn ich heute nicht wirklich in der Stimmung bin. Aber tu dir keinen Zwang an, wenn du zuhören willst. Hä? Ich warte oben. Scheibe. Hallo. Das Buch da ist für dich. Komm, lies es. Letonia, Wahrheit oder Fiktion? Briefe und Schriften von Dinael Roth. Zusammengetragen von Ibn Shri Amgash. Unvollständige Mitschrift einer Rede an den Garamesh Skola. Roth. Nein, das ist falsch. Es gab seit Jahrzehnten, nein, Jahrhunderten kaum noch ernsthafte Erschließungsversuche. Ein Schüler hebt die Hand. Ihm wird das Wort erteilt. Boah, ist das laut. Aber warum nicht? Sollten die Götter nicht allen voran Interesse daran haben, diese Letonia zu finden, wenn es denn existiert? Es existiert. Und auf das Warum? Hierfür gibt es auch mehrere Gründe. Der erste Grund ist die Gefährlichkeit einer Expedition. Man wäre monatelang unterwegs, vermutlich sogar Jahre. Und natürlich bestünden all die Gefahren der Seefahrt auch hinter den Grenzen der erschlossenen Welt. Eine Schülerin in der ersten Reihe erhebt das Wort. Skarak? Davon sprecht ihr doch, oder, Magister? Skarak, die Leichenfletterer aus... Oh, ich bin Skarak. Die Leichenfletterer aus Arktwend, und das sind nur die, die wir kennen. Und natürlich das Meer selbst. Aber das sind nur die oberflächlichen Gründe. Der wahre Grund ist, dass die Entdeckung eines neuen Kontinents den Lehren der Lichtgeborenen widersprechen würden. Es würde beweisen, dass auch sie fehlbar sind.
Ja, aber natürlich gibt es mehrere Kontinente. Beunruhigendes, teils empörtes Gemurmel enthüllt die Reihe. Oh. Brief von Dina L. Roth. Müssen wir die jetzt alle lesen? Okay, ja, ist nicht so viel. Lieber Milbert, ich weiß deine Sorge zu schätzen, aber seien wir mal ehrlich. Welche Wahl habe ich? Ich kann froh sein, dass mich der Götterorden noch nicht hat einsperren lassen. Die Kartografen und Gelehrten verspotten und diskreditieren mich. Und obwohl ich weiß, dass sie es teils aus Angst, Dichtgeborenen zu erzürnen tun, es trifft mich. Ich habe viele Hindernisse erwartet, aber nie, dass man Letonia einfach nicht entdecken will. Dabei stell dir doch mal vor, was das bedeuten würde. Unentdeckte Kulturen, fremdartige Geschöpfe, Landschaften, wie man sie nur aus Legenden kennt. Eine neue Welt. Bitte versteh also, dass ich nicht ablassen werde, wie du es formuliert hast. Das hier ist keine Wahl, es ist eine Bestimmung. In Freundschaft? Dinael. Brief von Unbekannten an Dinael. Monsieur Roth. Achso, Dinael ist ein Typ. Freut mich, dass Tamira ihr Versprechen halten konnte. Wenn alles nach Plan verläuft, sollten zum 6. der Hungertage dieses Jahres ein Schiff für euch bereitstehen. Wählt Bastan eure Mannschaft aus und wählt weise. Ihr werdet alles brauchen. Fähige Seemänner, oh, ich weiß, was er vorhat. Ui. Schmiede, Holzfäller, Heiler und Gelehrten, aber auch Frauen und Kinder. Für Proviant und Ausrüstung, was? Ihr werdet alles brauchen, auch Frauen und Kinder. Was? Für Proviant und Ausrüstung, auch Bewaffnung zur See wird gesorgt sein, sodass ihr euch ganz und gar auf die Mission konzentrieren könnt. Meine Frau hält mich für einen Narren, euch zu vertrauen, Monsieur Roth. Sie hält es für eine Verschwendung unseres Vermögens und prophezeit, dass ihr scheitern werdet. Ich glaube an euch. Stehlen. Dinael Roth, der Verfasser von diesem Buch, hat es vor gut 5 Jahren geschrieben. Und alle haben ihn dafür verspottet. Ein fremdes Land, mehr als ein Jahr Reise von Nerim entfernt. Eine skurrile Vorstellung. Das sagten selbst die berühmtesten Kartografen. Aber einen gab es, der an ihn geglaubt hat. Ein reicher Tuchhändler aus Ostian. Und er hat ihm die Mittel für die Expedition gestellt. Ein Tuchhändler. Tja, meinen Quellen zufolge hat vor gut 3 Monaten ein Briefadler Kile erreicht. Letonia existiert wirklich. Oh. Das ist das Land, von dem sie gesprochen hat, die Utopie. Ein unerschlossenes Land, das all die Zeit über niemand entdeckt hat? Ja, wie auch. Dass Myraden Angst vor der offenen See haben, ist ja kein Geheimnis. Und die meisten Kartografen waren so überzeugt von ihrer fleckenlosen Weltkarte, dass es auch seit 5000 nach Sternenfall kaum noch ernsthafte Expeditionen gab. Nachdem ich das Spiel gespielt habe, glaube ich das sogar. Leute, oh, da ist eine Höhle, seit 5000. Nee, machen wir nichts. Warum zeigst du mir das? Als ich Nerim verlassen habe, um hierher zurückzukommen, gab es Gerüchte um eine Gruppe von Pionieren, die Roth nachreisen wollen. 3 Schiffe, genügend Nahrung für ein ganzes Jahr auf See. Ich habe darüber nachgedacht, mich ihnen anzuschließen, wenn all das hier vorbei ist. Oh. Und ich hätte Lust auf gute Gesellschaft. Mahame hat so ein bisschen aber Angst jetzt vor Schiffen, oder? Oh, what a twist. Warte. Nein. Warte. Was ist mit dem Trank? 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 Du bist also doch ein Romantiker. Ich hab's immer gewusst. Ein schöner Gedanke, wirklich. Lass uns nicht überstürzen. Oder? Schmunzeln. Ich dachte, du willst dich nicht festlegen. Wenigstens schmunzeln steht davor. Also das finde ich aber echt romantisch. Ein Jahr ist lang. Aber wenn man einfach dann auf dem Schiff ist für ein Jahr. Ich will, dass das, was wir tun, echt ist. Unbeeinflusst von irgendwelchen Normen und Zwängen. Und nenn mich verrückt, aber für mich fühlt sich das echt an. Also ganz ehrlich. Echter als das meiste, was ich bisher erleben durfte. Ich finde das mega gut, die Idee. Das ist einfach ein Neuanfang. Wir wissen nicht, was uns erwartet, aber es ist einfach ein Neuanfang. Für beide. Und diese Pioniere wollen diese Letonia besiedeln? Letonia besiedeln? Ja, es sind Flüchtlinge. Menschen, die im Krieg alles verloren haben. Und natürlich auch Händler und Abenteurer. Aber wäre das nicht spannend? Eine wilde, unbekannte Welt, die vielleicht schon vor Sternenfall abgeschieden war? Ich fände schon. Was ist, wenn wir untergehen? Das ist nämlich das Problem ein bisschen. Wenn wir im Sturm untergehen, ein Jahr Schifffahrt, dann bist du tot. Dann kann er noch so viel zaubern. Okay, wenigstens haben sie am Ende erklärt, fällt mir jetzt gerade so ein, dass unsere Teleportationsrouten sollten wieder funktionieren. Also,
Es ging also oben nicht, warum auch immer. Okay. Das ist eine richtig schöne Idee. Ah, jetzt bin ich hin und her gerissen. Geht das? Warte. Weil dann könnte er da Händler werden. Oh mein Gott. Weg von dieser Scheißinsel, die er hasst. Eigentlich war das Ziel jetzt, die Realitäten zu springen oder sowas mit dem Trank. Den Trank einfach nicht trinken und das machen. Und wenn es doch untergeht, kann er den Trank immer noch trinken. Und dann sucht er die Realität aus, wenn es dann stimmt. Ist ja nur meine Theorie. Dann kann er das nehmen, wo sie nicht untergeht. Oder? Okay. Du bist also doch ein Romantiker, ich hab's immer gewusst. Und du liebst es. Es ist ein gutes Gefühl, inmitten all dem eine Perspektive zu haben. Und du liebst es. Eine, die einen anderen Menschen beinhaltet. Das hatte ich noch nie. Autsch. Jetzt komm, die Nacht ist noch lang. Lass uns das Beste aus ihr machen. Was ist das Beste? Ah, ficken, okay. Da hat er wohl recht. Z-Bonus wieder entfernt, ja, natürlich. Weil wir uns ausgezogen haben. Mit der harten Musik. Wow. Das ist aber sehr knapp da. Guck mal. Damn. Der schläft. Er ist wieder richtig fertig. Ach, du musst echt was essen, wenn wir auf dem Schiff sind. Das sieht mal aus. Ist ja kein Sex oder sowas. Ist ja nur angedeutet. Also ist jetzt nicht so, ne? Zweimal hintereinander Sex. Wow. Innerhalb von 2 Tagen, das geht nun wirklich nicht. Okay, was wollte ich jetzt sagen? Er hat. Das hat ein bisschen kaputt gemacht. Also hat er seine alte Freundin dann nie geliebt. Das hatte ich noch nie, dass ich eine Person so mag. Ansprechen. Steh auf, komm, ich will nochmal. Lob. Legt sich wieder hin. Naja, bei der Ausdauer, die er hatte. Verständlich. Wow. Das sieht aus. Damn. Der Designer aber auch, ne? Hat sich einfach gedacht, ich stehe auf Rücken. Vorne nicht so, aber Rücken. Weißt du, vorne ist so, ja, okay, ich glaube, ich habe, wie viele Six, was hat nochmal Sixpack? 15? Ein bisschen übertrieben, aber hinten der Rücken, damn. Okay. Ach, Mahame, das freut mich richtig. Ach, Mahame, das ist so schön. Ich wollte ein bisschen von vorne gucken. Ach, gucken, wir sehen so selten dein Gesicht. Ich wollte einfach mal wieder ein bisschen dein Gesicht angucken, weil das Finale jetzt ansteht. Und Groschen. Noch mehr Groschen. Ist aber jetzt nicht, wo sie umgebracht wurde. Nee, das war woanders. Oder? Das war da auf der anderen Seite. Eigentum. Er darf nicht mal schlafen. Aber er kann seinem Freund untergucken. Warte. Mahame, Alter. Okay, nee, haben sie so gemacht, dass es genau eingedellt ist. Ist ja egal, er hat es ja eben ganz nah gesehen. Guten... Schlaf gut, Jasper. Schlaf gut. Ich weiß mir nicht, was dieses böse Spiel mit Mahame vorhat. Das ist nämlich fies jetzt, so eine Andeutung zu machen. Hallo, hast du gerne zugehört, Rogash? Shiley. Hallo. Was Shiley wohl heißt. So, holy shit, hallo, weißt du? Shiley, hallo. Nichts, wir zwinkern ihn nur zu. Ach stimmt, wir sind immer noch nackt. Geil, die Party geht gleich unten weiter, ne, würde ich mal sagen. Leute, na? Ah, ihr. Was gibt es? Was wollt ihr? Beefcake zwischen den Liedern. Ja, da guckst du, ne? Aber ich hab oben meinen Lover. Obwohl, wir sind da in offener Beziehung.
Aber du bist zu hässlich. So viel zu tun. So viel zu tun, deshalb stehst du rum. Oh, du siehst... Guck mal. Du siehst süß aus. Was ist das denn? Du hast ein richtig niedliches Gesicht. Was für eine hübsche. Ja, okay, tanz weiter. Geht weiter. Wow. Hat sie das gesagt? Nein. Eine Bürgerin hat das gesagt. Wer hat das gerade gesagt zu mir? Sie nicht. Oh, guck mal. Ja, sie tanzt. Na, ihr beiden. Ulla. Ulla ist mit am Helfen. Mit ihrem Mann. Malfas zum Gruß. Möge euer Weg stets Ich wollte dir nur sagen, weißt du, ich habe dich jetzt mehrmals gefragt. Du hast mir mehrmals geholfen mit Jasper. Ich habe ihn oben richtig geknallt. Oder er mich. Also wir uns gegenseitig. Das war richtig schön. Wollte ich dir nur sagen, so als Update, weißt du? Das magst du bestimmt, dass ich dir das gesagt habe. Weißt nicht so, weißt du? Manchmal möchte man einfach... Ah ja, Entschuldigung. Man möchte einfach zwischendurch ein Update bekommen. Weißt du, er war ja ein Teil der Quest. Deshalb dachte ich, das wäre einfach nur fair. Aber was weiß ich schon. So. Hat alles ausgezogen. Mann. So, jetzt muss er wieder... das und das. Ah. Wieder angezogen. Weißt du, er ist so... Das war gerade ein Geschenk für euch, ihn so zu sehen, weil die meisten sehen Mahame so. Und nur sein Lover oben hat ihn jetzt nackt, ganz nackt gesehen und ihr durftet ihn so sehen. Dafür müsst ihr sonst ins Adelsviertel ins Bad gehen für. Ihr privilegierten Säcke. Wollte ich nur nochmal gesagt haben. Aber irgendwie traurig, dass er jetzt geht. Warte mal, wie viele Stunden? 2 Stunden oder sowas rumgevögelt. Na dann. Jo, dann warten wir jetzt. Gut, dann war's. Das heißt, ich kümmere mich um das letzte Mal, um alles aufzuräumen, Grüße. Alles fertig zu machen. Was passiert hier? Was macht ihr? Was macht ihr da? Hallo, Eleven. Okay. Gut. Reisende. Habt ihr was zum Tauschen da? Vielleicht. Was braucht ihr denn? Oh, du hast ja nichts. Ist ja voll langweilig. Ich dachte, du hast jetzt immer zum Abschluss was richtig Geiles. Wir nehmen uns eine Ambrosia. Und Kohlsuppe. Und ein Topf. Und das war's. Dankeschön. Möge sein Licht euch leiten. Am nächsten Tag gehe ich nochmal schön Stritzel und Brot einkaufen und so weiter. Und dann geht's ins Finale. Oh Mann, das war richtig, richtig schön, muss ich aber sagen. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz sagen, es war jetzt ein bisschen... Eine Kritik habe ich aber. Ich finde manchmal schade, wenn... Das ist auch bei Filmen so, wenn sie etwas immer nur... Sagen wir ja, im Film, ne? Wie bei Carrie oder so, wo nichts die ganze Zeit passiert und dann sterben 17 Leute auf einmal oder so. Und dann ist das so ein... Wow, aber manchmal auch langweilig, weil du dann währenddessen nichts hattest. Und hier war es jetzt auch so, jetzt hat er innerhalb von 2 Tagen, dazwischen gab es einen Stahldrachen und es war ganz, ganz schlimm alles. Ja, ich weiß. Und er hat gesagt, bevor wir sterben, möchte ich nochmal deinen Körper spüren und so. Superschön, passte alles. Man hätte es vielleicht ein bisschen auseinanderziehen können, dass man schon vorher, also eine Quest vorher sich entscheiden tut oder so und dann was erlebt. Und da den Sex hat oder sowas. Und dann passiert noch was und dann kommt das. Versteht ihr? Damit man so ein bisschen eine Zeit dazwischen hat, um dann nochmal dran erinnert zu werden. Dass er ein bisschen Zeit hatte, diesen Plan, den er eben gemacht hat, das war ein bisschen sehr schnell. Wann hat er das getan? Weil das Gespräch, dass wir zusammen sind, ich meine, er hatte das wahrscheinlich schon vorher vor, ich weiß, aber hatten wir auf dem Luftschiff. Dann sind wir da auch angekommen und die Nacht über gekämpft, sind raus, runtergefallen und sind dann so arg. Das heißt, er hatte eigentlich gar keine Möglichkeit, das alles zu realisieren und zu machen. Und deshalb meine ich so, es wäre schön, hätte er ein bisschen Zeit gehabt dazwischen. Nicht irgendwie in 12 Stunden, 4 Stunden Sex und dann einfach keine Kraft mehr haben, um gegen die Gegner zu kämpfen, ne, Jasper? Aber er muss ja viel nachholen. Mahama auch. Dass man das so ein bisschen
ein bisschen ausbreitet, so ein bisschen zieht, nicht zieht, besser verteilt. Steht ihr? So ein bisschen Brotkrumen, die, ne? Zu viele hintereinander ist blöd, zu wenig ist auch blöd. Ich weiß, das ist schwer, aber das hätte ich mir gewünscht, dass man jetzt nochmal daran erinnert wird, dass die beiden zusammen sind und so. Naja, aber es war trotzdem sehr schön gemacht. Ich freue mich jetzt sogar und plötzlich möchte ich gar nicht mehr den Trank trinken. Jetzt möchte ich plötzlich mit ihm wirklich dieses andere Land bereisen. Ich meine, sie haben einen Brief bekommen. How? Wie hat ein Vogel eine Reise von einem Jahr Schifffahrt? Ich meine, die Vögel fliegen weit. Aber trotzdem müssen sie doch irgendwo landen. Egal. Der Schiff, es ist angekommen. Und irgendjemand hat gesagt, hey, wir sind angekommen. Hier ist es super. Wirklich, bestimmt lügen die. Das wäre aber auch interessant. Das nächste Spiel spielt dann plötzlich in Lothario oder sowas. Oh, nice. Und dann kann man ja irgendwie so andeuten. Hier sind welche angekommen von Endaral. Aber die sind, die leben woanders. Oder irgendwie so, dass man sie nicht sieht, aber man hört von denen. Und du bist der neue Held. Oh, das wäre auch schön. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich versuche hinzuziehen, die ganze Sache. Denn ich bin jetzt doch traurig. Aber wir sehen uns dann gleich wieder für euch. Ich muss mal gucken. Ich habe nichts mehr zu tun. Ob wir das irgendwie schneller machen können oder sowas. Ich werde alles wegräumen. Wir kümmern uns um alles. Und dann geht's ins Finale. Und ich habe jetzt schon Angst. Ich hoffe, ich tue das Richtige. Für unseren Mahame. Er ist mir so wichtig geworden. Bis gleich. Zum Glück hab ich das lange aufgespart, diese Hauptquest. Denn die Musik, diese traurige, pseudotraurige Musik hier in Ark, nervt mich ziemlich. Einfach nur, weil, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich einer, der braucht immer so ein bisschen Zuflucht und das hat man jetzt überhaupt nicht mehr. Und wenn dann irgendwie so eine Stadt niederbrennt und man ist dann alles traurig und man denkt sich dann so, ja, okay, verstehe ich ja, aber ich möchte hier nicht mehr herkommen. Warum auch? Also ich kann es nicht richtig erklären. Warum wir hier sind? Bank. Ich hätte es fast vergessen, muss ich zugeben. Aber ich habe es nicht vergessen. Aber fast. Dass wir ja von Yuslan haben wir ja einen Schlüssel, aber ich weiß jetzt nicht welchen. Deshalb gucken wir einfach mal alle durch, wo wir noch waren. Ich freue mich doch voll. Oh. Hätte ja sein können. Ob es wohl ganz oben ist? Nein. Wie viele Schlüssel haben wir denn noch nicht gefunden? What the fuck? Okay, einen Schlüssel habe ich gefunden. Beim Einkaufen. Beim Schmied. Aber ich weiß nicht, ob er den klauen muss. Wow, haben wir viele Schlüssel nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht von uns. Von uns allen. Von euch auch. Müsst ihr auch mal so hinnehmen. Ist es wirklich der letzte, den wir bekommen? Tada, Yuslan. Eins. Er hat wirklich das allererste Bankfach. Das ist irgendwie cool. Das möchte ich irgendwie auch. Was voll Besonderes, ne? Harry Potter. Al-Rashims Erbe. Wo ist Yuslan überhaupt? Egal, was ist das besser? Ist das ein Einhänder? Oder was ist das? Al-Rashims Erde. Oh, kann aber nichts. Denn, was mich... Oh, es regt mich richtig auf. Ich meine, natürlich lassen wir 69 Schaden. Beim Überlegen, was ich jetzt mache, habe ich gesehen, dass ich vergessen habe, weil da, wo ich es... wo wir upgraded haben, war ja im kleinen Haus und da hatte ich keine Möglichkeit, meine Waffe zu verbessern. Deshalb habe ich es einfach vergessen. Aus dem Blick, aus dem Sinn so ein bisschen. Aus dem Auge, aus dem Sinn, ich weiß. Und deshalb haben wir jetzt immer nur noch das exklusive Stimme der Vergessenen. Ja, okay, für das Schwert jetzt mache ich jetzt nicht nochmal die ganze Farce mit dem Trank und so, um auf Legendär zu kommen. Ist ein bisschen schade, wird vielleicht ein paar Punkte jetzt weniger, aber was soll's. Al-Rashim sieht irgendwie lustig aus. Es sieht aus, als ob es einfach aus einem Mammut-Zahn oder sowas gemacht wurde. Es ist stärker. Da können wir sogar auf 80 kommen vielleicht. Aber natürlich finde ich dieses... Ich bin ja auf kritische Treffer jetzt gegangen. Und dann, wenn wir den kritischen Treffer schaffen, das ist ja dann irgendwie ungefähr jedes fünfte Mal oder sowas hauen,
dann wird halt einmal richtig kritisch hohen Schaden gemacht. Und das finde ich halt toll. Ne? Das heißt, wir gucken uns das mal an, wie das aussieht. Okay. Es sieht ein bisschen aus wie so ein Beta-Stand-In-Waffe. Nee, nicht böse gemeint. Einfach nur so, als ob es noch nicht fertig wäre. Wie so diese Waffen, die noch nicht angemalt sind für so kleine Figürchen oder sowas. Es sieht aus, als ob man ein Wilder wäre, der halt Knochen scharf geritzt hat. Was total cool ist, weil das haben sie ja früher wirklich so gemacht. Einfach einen Knochen so lange gerieben, bis er scharf wurde. Und das macht ja auch Sinn, ne? Also, oh, hätte ich fast geschlagen jetzt. Ich bin einfach nur mit einer Waffe hier drin. Ich guck mir die Sachen an. Kannst du bitte gehen? Können Sie mich bitte alleine lassen? Ich möchte hier gerne ganz kurz trauern. Dankeschön. Wow. Hä, warum nicht von rechts nach links, wenn man auf die andere Richtung macht? Wow. Die sind nach vorne ballern, das wäre vielleicht nämlich was. Das wäre eine gute Idee. Und dann BAM! BAM! I love it. Okay, trotzdem, also ja, ist jetzt nicht scheiße gewesen. Wir hatten nur um einiges größeren Scheiß. Hätten wir jetzt nicht schon die Stimme des Vergessenen, dann wäre das ein ziemlich gutes Schwert. Aber wir haben natürlich unser leuchtendes. Es leuchtet gar nicht. Wieso leuchtest du nicht, obwohl du bist? Tada! Weißt du, ich mag mein anderes Schwert. Gut, ja. Ist es schwer? So, muss ich es wegbringen? Es ist auch noch 10 schwer. Stimme des Vergessenes ist 25, ne? Da wäre natürlich das hier 15 Kilo oder was auch immer leichter. Einfach Gewicht. Einheitgewicht. Ich reg trotzdem auf, dass wir das nicht legendär gemacht haben. Vielleicht später, denn ich habe was vor. Wie ihr seht, haben wir Lernpunkte und ich bin auf 1 Hand 60 gegangen. Einfach nur aus Prinzip habe ich mir gedacht, ja okay, ich habe es nicht auf legendär, also gehe ich wenigstens mit 1 Hand auf 60. Das ist doch besser als Durchschnitt. Und jetzt können wir wenigstens ein bisschen zuschlagen, ne? Irgendwie, je höher das Kessel können, desto mehr Schaden richtet es an. Ja, okay. Das ist ja einfach. Der Rest, mal gucken, ob ich die anderen Lernpunkte auch da reinpacke oder doch nochmal in Mentalismus oder Lichtmagie, weil das sind ja die beiden Sachen, die wir jetzt doch irgendwie benutzen. Zum Beispiel, ich weiß es immer noch nicht, das ist so traurig. Ich glaube, Mentalismus, ja. Das Götterschild zum Beispiel. Und Magierlicht. Und da habe ich mir dann jetzt gedacht, Mentalismus haben wir 37, da gehe ich vielleicht nochmal 3 rauf. Aber bevor ich mich dazu entscheide, was wir da machen, aber ich denke mal, da gehe ich noch auf 40 hoch. Einfach nur aus Prinzip. Seht mal auf unsere Erfahrung. Und dann gehen wir einfach noch ein bisschen klatschen irgendwas, bis wir nächstes Level haben. Wir müssen ja 2 Tage eh warten. Wir haben nichts zu tun. Das nicht, aber... Und dann habe ich mir gedacht... Also erstmal packen wir das hier weg. Oh, das dauert so lange. Oh. In Real Life wäre ich, glaube ich, auch. Dann wiederum, was wärt ihr? Magier oder besser in Waffen? Weil Waffen könnt ihr ja alles irgendwie benutzen. Ihr findet irgendwo einen Stock oder sowas und könnt machen. Magie, dann müsst ihr halt aufladen. Ihr könnt... Aber das Gute an Magie, ihr könnt es immer machen. Ihr werdet überrascht und könnt einfach mit der Magie ins Gesicht. Es geht ja schnell, boom, oder so. Es hat halt Vor- und Nachteile, ne? Finde ich gut. Wir haben nämlich noch diese Teleportationsrune nach Kurmais Höhle. Und da bin ich jetzt mal interessant, was die Leute da sagen über Kurmais Tod. Also speichern wir einfach mal. Und dann wundert sich die Frau da, wo wir hin sind. Warum nimmst du das Schwert jetzt raus? Ich habe gar nichts gedrückt. Der wollte einfach das Schwert rausnehmen. Aus Prinzip. Tschüss. Und sie kommt rein. Wo wollen sie hin? Leer. Es dauert zu lang. Es ist schon cool, wenn er es rausnimmt, aber es dauert zu lang. Da stand's drauf. Kommt man da vielleicht runter? Ist da vielleicht noch irgendetwas? Ah, bestimmt nichts Wichtiges. Okay. Okay.
Es nervt, das meine ich, das nervt mich. Gehen wir mal schön wieder auf Flammenbiss. Oh, geht viel besser. Viel schneller, viel besser. Da muss, ich meine, sind die alle jetzt nach Hause? Macht ja irgendwie Sinn, ne? Haben die einfach alles hier gelassen? Ist damals ja auch, oder heute immer noch im Krieg, oft so, aber dass da nicht noch ein bisschen abgebaut wird, wundert mich. What the fuck? Ihr lasst hier wertvolle Sachen einfach liegen. Why? Wo sind die ganzen Mitarbeiter? Wir könnten da rüberspringen. Wollen wir mal machen? Geht, guck mal. Wenig. Ich hab noch Essen geholt. Ein bisschen Süßzeug. Was ein bisschen besser heilt als Brezeln. Obwohl Brezeln natürlich auch nicht schlecht sind für zwischendurch. Aber genau für so welche Momente. Aber ich habe uns auch Cremetorten geholt, die viel können. Hä? Wie kommt man zu den anderen jetzt? Liebe Mitarbeiter, was ist denn das für ein Scheiß? Okay. Super Mario. Beine brechen links und rechts. Da ist noch ein Ambrosia für uns. Okay. Nö, ist doch gut. Jetzt können sich hier irgendwelche Wildmagier niederlassen oder so, die dann der nächste Held entfernen muss. Weiß nicht. Also, in Realität ist es ja so, dass es häufig so ist. Ne? Es wird irgendwie wird nicht mehr gebraucht, aber es wird immer eine kleine Gruppe zurückbleiben. Einfach nur, um das erstmal zu sichern, bis abgeholt wird. Manchmal sogar jahrelang passiert da nichts. Ist ja leider so. Und ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie man es besser machen kann. Das Beste wäre natürlich, also wie im richtigen Leben, also da auch, ich meine jetzt in einem jedem Leben, dass man sich da ein bisschen anstrengt und dann sofort sich darum kümmert. Dass man sagt, okay, wir bringen jetzt eine Truppe von außen und die hilft euch, das zurück nach Ark zu bringen oder sowas. Die Frage ist auch, warum kann man das nicht einfach teleportieren, die Sachen? Aber naja. Oh mein Gott! Ich war noch gar nicht bereit! Die Besessenen haben keine Angst. Oh, wo sie fast am Sterben war. Ihr werdet für eure Verbrechen zahlen. Das verstehe ich immer noch nicht, was sie damit sagen. Mittlerer Rucksack. Boah, der hat ja richtig was hier. Wo hast du die Sachen denn her gehabt? Sie, du. Da hinten ist noch einer. Hier sind so viele Besessene. So viele Besessene. Okay. Ihr tragt kein... Oh, ja, stimmt ja. Wir waren ja... Ich habe ja... warum nicht? Ach so, ja. Weil ich hier noch was gemacht habe. Ja. Wir nehmen Star, oder? Ich mag Star. Ich weiß nicht. Passt einfach geschichtlich und meiner Magie. Na du bist einfach Trauer. So, aber danke für die Erfahrung. Vielen Dank für die Erfahrung. Vielen Dank. Ich brauch noch mehr. La 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 la. Ist dabei. Ich weiß nicht, ob es da eine Hilfe ist. Ich habe das Gefühl, Navi ist stärker in der Magie. Oder es war einfach, als wir noch den anderen... Wir haben ja einen anderen Ring an. Vielleicht sollten wir das wieder ändern, vielleicht? Wir gucken mal. Weil unser Ring hat die alle sehr viel stärker gemacht. Wie ist denn deine Magie so? Einhand, Fernkampf, Leichten, blalalala. Okay, das wird aber auch nicht besser, ne? Und die beschwören eh nie. Elementarismus, Psionik. Ich glaube, Navi ist besser. Und ich glaube, wir werden wieder den Ring ändern. Muss man halt umändern immer, ne? Das heißt, ich muss dich sowieso mal ganz kurz weg. Tut mir leid. Oh, Entschuldigung. Sorry. Weil sonst wird das ja nicht angewandt. Aber er kriegt auf jeden Fall noch eine Chance. Komm. Das wäre sonst unfair.
Jetzt hast du einen Ring. Mal gucken, wie stark du jetzt bist. Eben war es nämlich ein bisschen... Boah, dass mein... Dass das nichts bringt, ist so heftig. Guck mal, er ist immun gegen mein Schild. Wie? Warst du besser jetzt? Ich konnte es nicht wirklich sehen, muss ich zugeben. Naja, kann passieren. So, ich habe nämlich hier Cremetorte. Ist zwar sehr schwer, aber wir essen erstmal einen Eintopf, weißt du? Neuer Tag, neue Cremetorte. Neuer Eintopf. Ein bisschen muss man was im Magen haben. Gut. Irgendwie sind die. Aber irgendwie in der Wüste sind die meisten Verrückten. How come that is? Da hinten sind sie schon wieder. Als ob sie. Oh, wir könnten sie gegeneinander aufspielen. Wollen wir? La 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 la. Ah, oh, die kämpfen schon. Ja, dann kommt mal alle. Moin, ich bin hier, der gegen euch alle ist. Ja, okay. Wow. Knochenreißer sind wirklich die schwersten Gegner, habe ich das Gefühl. Hast du gerade gesagt, ich bin gemein zu dir? Was war das für ein Scheiß? Es waren irgendwie vier Gruppierungen, die gegeneinander kämpfen. Und sie kämpft gegen den Echsenmenschen. Dann, ihr seid so gemein zu mir. Was habe ich denn getan? Okay. Ah, wir schaffen vielleicht noch die 69. Woo! Und wir haben nämlich Lernpunkte. Genau das wollte ich. Jo, dann werde ich vielleicht gleich warten ohne euch, ne? Ich weiß nämlich nicht, was ich sonst noch machen soll. Okay. Ich würde mal sagen, immer noch Lebensenergie. Weil wir einfach keine Heilung benutzen. Wir heilen uns immer nach dem Kampf. Oder vor dem Kampf, wie man es nimmt. Und deshalb würde ich sagen, Lebensenergie. Wir brauchen zwar Ausdauer für unser Schild und Mana, aber ne, solange wir nicht sterben. Hup. Na, was ist mit dir? Runenschild. Wer hat euch dann ausgerüstet? Ihr habt sonst nämlich nichts an. Das ist echt peinlich. Guck mal, wie er da wieder liegt. Ah! Mit der Klaue am Kopf so. So, soll ich so liegen am Strand? Zeichnest du mich so? Ja, natürlich. Okay, sehr schön. Sehr schön, Herr Starter. Ja, ich habe nämlich jetzt, dann mache ich jetzt erstmal, ich hole Mentalismus. Doch, jetzt mache ich erstmal, ne, drei Stück rein. Und Lichtmagie vielleicht ein, damit wir mal auf 25 kommen. Das ist ja scheinbar das nächste Level irgendwie. Und dann schauen wir mal. Ich überlege die Handwerkpunkte jetzt wirklich in Rhetorik, wie versprochen, reinzupacken. Damit wir, jetzt kommen wir auf 99, oder? Ah, nee, 98. Wir müssen ja aufpassen hier. Oh nein, wir kommen nicht auf 99. Wie ärgerlich. Das wäre so schön. Naja, mal gucken. Und Erinnerungspunkte habe ich keine Ahnung. So, bist du eine Hilfe? Ich weiß es nicht. Du magst aber sehr gerne diese grüne Magie, ne? Okay, wir gucken auf die Zeit. Es ist früh morgens. Wir müssen zwei Tage warten. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich wollte es euch nur gezeigt haben. Ja. Haben wir noch irgendetwas, was wir machen wollten? Ich wollte euch auf jeden Fall die Yuslan, das wollte ich mit euch zusammen machen. Aber der Rest ist langweilig. Wir warten also darauf, dass wir jetzt endlich angreifen dürfen. Wir können natürlich Yuslan besuchen mal und gucken, was der so macht. Können wir den einfach besuchen? Wollen wir das mal ausprobieren? Warte. Ich muss ja sowieso zurückkehren und dann kehren wir mal gemeinsam zurück. Und wen können wir noch besuchen? Also Kalia haben wir besucht. Ha. Ich weiß nicht. Ich glaube, da ist nichts mehr. Wir haben alles gemacht, was man machen konnte. Es sei denn, unser Lover liegt noch im Bett oder so. Aber das ist ja früh. Es ist ja jetzt schon 11 Uhr. Ich denke mal, der müsste doch auch aufgestanden sein. Wir schauen einfach mal. Hallo. Tschüss. Moin. Ja, wir gehen gleich einkaufen. Ich kann auch im Sonnentempel einkaufen, wo Yuslan sein müsste. Ah, da bist du ja. Und? Hast du es gefunden? Schon wieder ja, die beiden. Hier. Aber pass gut darauf auf. Magister Ragon hackt uns die Finger ab, wenn du es verlierst. Mal wieder. Werde ich nicht. Keine Sorge. Wegelosigkeit. Hast du es gehört?
Dieser Kerl, der hier seit kurzem immer rumläuft. Ich? Luca hat gesagt, dass der Großmeister glaubt, er könnte helfen, eine Lösung für ich? Diesen roten Wahnsinn zu finden. Hallo? Roter Wahnsinn. Scheitert wohl. Alle wieder durcheinander. Kann der einmal versagen, weiterzunehmen. Okay. Wo könnte über Juslan sein, ist die Frage, ne? Aber wir können auf jeden Fall uns wahrscheinlich in Alchemie einkaufen gehen. Wenn ich Juslan sehe, dann sage ich euch Bescheid. Ansonsten ist ja auch egal. Ich meine, der ist wahrscheinlich am Lernen, oder? War der nicht bei dem... Oder wir können Lexe... Oh, was ist das? Was habt ihr hingeworfen? Werft hier nicht mit Papier rum, bitte. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Wir können mit Lexi ja auch vielleicht mal reden. Weil manchmal gibt es neue Optionen. Und dann wiederum, wenn man dann fragt, wie siehst du die Lage? Ah, Krieg ist schon schlimm. Nee, ich meinte jetzt eher, egal. Das ist immer so unterschiedlich. Okay, bis gleich, wenn wir einfach überall ein bisschen besser sind und dann abwarten. Ist halt blöd bei sowas, ne? Ich mag lieber bei Rollenspielen andersrum. Wenn die irgendwie sagen, wenn du bereit bist, können wir loslaufen. Das ist zum Beispiel bei, wo war es? Breath of Fire 2 oder sowas? Wo man dann, oder auch bei Final Fantasy häufig, wo du dann einfach dieses Dungeon hast und du kannst den Dungeon. Und du kannst da reingehen, wenn du möchtest. Dann fühlst du dich dann irgendwie so in Kontrolle und gleichzeitig wie so eine große Sache, die vor dir liegt und dann wirst du immer besser. Also einige Spiele können das richtig gut. Du gehst rein, hast Angst, schaffst die erste Ebene, läufst du da raus, bist aber stärker geworden, findest tolle Sachen, verstehst die Gegner und dann gehst du wieder rein und so. Irgendwie gefällt mir das schon. Dann wiederum macht es manchmal auch Sinn, einfach so ein episches Ende zu haben, wo du nicht wieder zurück kannst und du musst einfach durch. Aber das stresst dann auch. Und wenn man warten muss, was ich auch verstehen kann, um alles noch ein bisschen... Hier, mach mal ein paar Quests, die du noch hast. Aber ist bei uns natürlich nicht passiert, ne? Okay, bis gleich. Warte, du meinst, er kam nicht. Ist es wichtig? Alle reden durcheinander. Und plötzlich, Lexus hat gesagt, jetzt nicht, tut mir leid, also voll genervt, verständlich. Er muss ja auch die Karte entziffern und sowas. Warte mal, dann ist das noch gar nicht das Finale, oder? Wir müssen erstmal. Stimmt, wir müssen ja erstmal das Pyräische Land finden, das vorher noch nie jemand gefunden hat, da dieses, wo die letzte Auferstehung war da. Aber nicht Auferstehung. Ihr wisst, was ich meine. Den Himmel. Da ist Juslan. Er hat mit irgendjemand geredet, wahrscheinlich mit seiner Frau. Ist das etwas Wichtiges? Warum bist du so schlecht gelaunt? Könnt ihr mir mehr erzählen? Das alles nochmal. Okay. Wieso hast du was zu tun, außer dich hinzusetzen und zu. Was machst du, essen oder irgendwann trinken? Vielleicht, naja. Er isst einfach. Er setzt sich ein bisschen hin und isst. Okay. Sei nicht so unfreundlich. Da waren nochmal 27 Groschen. Müssen wir auch mitnehmen. Ah, hier war er. Bevor er verrückt wurde und uns getötet hat. Ich frage mich aber, nochmal, ich weiß, ich wiederhole mich, aber wir hatten ja jetzt häufiger, dass irgendjemand verrückt wurde und dann gesagt hat, ich habe es gesehen und wir sind alle scheiße, wir müssen alle sterben. Also es kam alles so ein bisschen religiöser Wahnsinn vor, weißt du, so wie Leute, die religiös sind und dann Leute umbringen, weil sie gesündigt haben oder sowas. Und dabei vergessen sie, dass jeder Mensch selbst entscheiden kann, solange er keinen anderen schadet oder so. Und dann, ich weiß nicht, ob das Spiel möchte, dass man als ob man zweifelt. Es gibt ja Spiele, wo klar ist, böse und gut, fertig. Und dann fühlt man sich heroisch und so. Und dann gibt es Spiele, wo es immer so, wo man sich fragen könnte, ob der Bösewicht nicht vielleicht auch recht hat, ne? Manchmal wollen Spiele so tun, als ob man... Ich will jetzt nicht zu... Das ist auch eine Sache, ne? Jeder seine eigene Meinung und so. Aber es gibt Spiele, ich habe ja viele Rollenspiele schon gespielt in meinem Leben, wo dann das Spiel, glaube ich, möchte, dass man so sagt, oh, der Bösewicht hat jetzt aber auch nicht Unrecht. Und dann oft habe ich dann gedacht, nee, der ist einfach ein Arschloch. Ich will jetzt nichts sagen, aber es ist eine meiner Lieblingsreihe hat das gemacht mit einem Bösewicht. Und also gibt es mehrere Teile in dem Spiel und da passiert was. Und ich habe mir nur die ganze Zeit gedacht, nein, liebes Spiel, ihr könnt mir noch so sehr irgendwie pseudo-philosophisch reinreden, das ist nicht so. Und hier ist es halt,
hätten sie die Hohen weggelassen. Dieses absolute, herablassende Arschlochgetue von den Hohen. Dann wäre ich vielleicht jetzt auch hin und her gerissen, wer recht hat. Ob es nicht vielleicht das Beste wäre oder sowas. Nur, im Endeffekt ist es so, egal was los ist, Krieg ist scheiße, der Wahnsinn ist scheiße, Leute bringen sich gegenseitig um, das ist scheiße. Es ist einfach alles, was die Hohen machen, alles, was Religion macht, ist Kacke in diesem Spiel. Das heißt, ich habe eher das Gefühl, dass es gegen Religion, aber dann wollten sie nicht so offensichtlich sein und dann wollten sie, dass man zusammenarbeitet und Religion ist doch nicht so scheiße. Und das finde ich halt auch manchmal ein bisschen feige, dann steht doch einfach dazu. Andere haben es ja auch geschafft und ich weiß noch, auf dem Super Nintendo kamen ja einige Spiele entweder hier in Amerika oder in Japan nicht raus, aus verschiedenen Gründen. In Amerika zum Beispiel mussten sie dann religiöse Zeichen entfernen, weil das kann man ja nicht machen. Das Spiel sagt ja was gegen das Christentum. Und dann denke ich mir auch immer so, ha, wir sind ja sehr frei, habe ich dann einfach nur als Kind immer gedacht. Das ist nicht sehr, das ist nicht sehr Meinungsfreiheit. Das ist einschränkend und auch ein bisschen heuchlerisch. Und daher finde ich das total in Ordnung. Und ich finde es aber auch total in Ordnung, wenn ein Spiel sagt, es gibt einen Gott und die Gottheit ist nett oder sowas. Ne? Es gibt ja viele Spiele, wo die Götter dir helfen oder so. Und da bin ich dann total in Ordnung, finde ich es total in Ordnung, wenn die dann auch angehimmelt werden. Oder ich weiß, ich wiederhole mich, aber Breath of Fire 2 macht das sehr gut, dass halt es gibt einen Gott und dann wird er aber vergessen. Und ein neuer Gott kommt und dieser Gott ist aber böse. Und die Leute wünschen sich aber einen neuen Gott, einfach nur, weil es Menschen sind. Und oder Menschen in Anführungszeichen, Wesen. In Breath of Fire gibt es ja Menschen, die leben unter anderen mit anderen Wesen. Und aber in Frieden, was ich toll finde. Und diese neue Gottheit nutzt das halt dann aus. Das heißt, du kämpfst gegen einen Gott, hast aber auch einen Gott, der nett ist hinter dir. Und das finde ich total interessant. Also so ist es nicht. Daher, langer Rede, kurzer Sinn, wären die Hohen vielleicht so ein bisschen, das ist nämlich ein Problem bei vielen Bösewichten. Labert doch nicht so viel. Ihr hättet doch Mahame, so wie den anderen, diesen C-Kirstum, den anderen da, den Neheremien da, Neheremiten, nee, wie heißt er nochmal, wenn wir da den Krieg führt, der wurde ja verarscht. Von den Hohen. Die haben ihn ja angelogen. Warum nicht Mahame anlügen? Warum nicht sagen, wir wollen nur das Beste für euch? Du wirst getäuscht. O Prophet oder sowas. Nein, sie kommen an und sagen sofort, du bist ein Vollidiot, halt die Fresse und so weiter. Menschen können das hier besser. Menschen sind hier sehr am Lügen. Deshalb Yuslan weiß ich noch gar nicht, ne? Du bist immer hin und her. Bei dir bin ich zum Beispiel Yuslan. Ist einer, mit dem würde ich jetzt nicht ins Bett steigen. Also, schreitet wohl. Dankeschön. Wie sie alle Mittag essen. Wie geil, es ist wirklich fast Mittag. Ein Brot. Okay, ja. Was ich sagen wollte, Yuslan ist zum Beispiel einer. Mit dem irgendwie ins Bett zu steigen, dann würde ich sagen, ja, okay, danach gehe ich aber wieder. Weil die Vision, die Mahame, halt die Fresse, ich hasse diese Frau. Die Vision, die Mahame hatte zum Beispiel, warum, was habe ich aufgehoben? Achso, ja, das Schwert. Das musste wieder weg. Das haben sie ja nicht umsonst gezeigt, ne? Also irgendwas ist da noch. Vielleicht ist er auch einfach nur sauer oder so. Das könnte gut sein. Naja, mal schauen. Ich habe ein paar Pfeile mal weggeworfen, weil ich mir gedacht habe, brauchen wir ihn. Gut. Nö, Yuslan war nichts. Die anderen, dann warten wir wahrscheinlich. Ist ja nicht so, dass wir auch so schon genug zu tun hätten. Ja, alle sitzen rum und dann sagst du dabei, wir haben so viel zu tun. Natürlich. Aber natürlich. Okay, was stehst du denn da so rum? Bist du vielleicht wichtig? Ansonsten gehe ich nochmal... Ah! Mein Gott. So kann man auch Abstand halten, ne? Kannst du mir bitte aufhören, den gepflasterten Weg kaputt zu hauen? Du bist ein Voll... Hallo! Ich kann's immer noch nicht glauben, dass dieser Koarek einfach Koarek. So mit seinen Schiffen in den Arker Hafen segeln konnte. Wieso regnet's jetzt eigentlich auch noch? Ach, wollen wir noch irgendwas machen, bevor wir losgehen? Wir können ja mal... machen wir zusammen.
Der hatte ja was Besonderes. Vielleicht hat er wieder was Neues Besonderes. Jetzt im Krieg. Hier unser Kumpel, der uns immer anlächelt. Den finde ich toll. Mirella? Oh, warte mal. Oh, nein. Oh, nee. Schon gut. Da haben wir den Sohn umgebracht. Lalala. Nicht wir haben ihn umgebracht. Aber stimmt, gibt's überhaupt irgendwo ein gutes Ende? Alle sind irgendwie gestorben, ne? Konnten wir irgendjemanden retten? Wohl. Da, die so, mochte uns. Euch kenne ich doch. Dankeschön. So meine Waren wollt ihr sehen? Ich bitte euch, euch Zeit zu was nehmen. Was hast du denn hier so? Hast du irgendwas Tolles für uns? Wir machen einfach voll entspannt jetzt mal Shopping-Tour. Aber ich glaube, da gibt's nichts mehr. Ansonsten soll ich nochmal verkaufen? Könnte ich auch machen. Wir warten einfach ab. Aber was ich meine, war Garbov oder sowas. Wie heißt der? Oh, Garbov! Ich hab's richtig. Ich hab mir was gemerkt. Damn, Garbov. Ich hab deinen Namen mir gemerkt. Guten Tag, mein Freund. Ah, der hatte noch einen Schlüssel oben. Ich erinnere mich. Wir haben neu geladen, weil die Frau immer wieder aufgestanden ist. Ach, Garbov. Wir klauen deinen Banktresorschlüssel mal nicht. Vielleicht solltest du den nicht oben. Ich meine, ja, auf dem Dachboden ist es relativ sicher. Aber warum legt man auch einen Schlüssel für sein Schloss in der Bank irgendwo oben offen hin? Den kann man ja auch hinter einem. Also ich würde ihn dann, wenn ich schon keinen Platz dafür habe, zum Beispiel in einem der Bücher oder sowas reinlegen, dann hinter einer Kiste oder sowas hinlegen. Weißt du, dann guckt doch keiner. Okay, zeig dir mal doch mal was. Natürlich, lasst euch Zeit. Jo, danke. Zeig mal, was hast du denn so? Immer noch ein Glitz der Trauer. Ja, okay, ich bin traurig. Nee, dann lass doch mal schauen. Sollen wir noch mehr auf Nahkampf, auf Kampf gehen? Typ. Name. Geht gar nicht mehr weg. Okay, Rhetorik. Ja, wie gesagt, könnten wir machen. Verzauberung. Einhandkampf, da. Ja, tun wir alles in Einhandkampf noch, oder? Dankeschön. Sichere Straßen euch. Yay, er lächelt. Es ist so ein bisschen Fake-Lächeln, ein bisschen Creepy-Lächeln, aber gleichzeitig wenigstens lächelt er. Finde ich gut. Das heißt. Ba-ba-ba-ba. Einhand 64! Einfach nur, weil ich mir gedacht habe, Mentalismus, ja, ich habe da einen zu viel gekauft und habe gesagt, ach komm, dann benutze ich den auch. 41 Mentalismus, aber hier 64 Einhand. Ist jetzt alles so ein bisschen, ne? Aber wir wollen jetzt ein bisschen mehr auf mystische Magie und sowas gehen. Messer? Dankeschön. Wollen wir baden gehen? Hat er sich verdient, Schreitet oder? Schreitet wohl. Wartet. Ihr habt doch bei der Verteidigung der Stadt geholfen, oder? Ja. Danke. Wisst ihr, ich habe der Garde immer gesagt, dass etwas wir gehen passieren würde. Jahr für Jahr hat das Tribunal immer mehr Fremde in die Stadt gelassen. Mhm. Und jetzt haben wir den Salat. Warte mal, das Ende war ziemlich rassistisch. Mrs. Netter. Ja. Habt ihr Tipps für mich? Vielleicht habe ich das. Ja. Aber glaubt nicht, dass ich euch irgendetwas erzähle. Ich weiß doch, wie ihr Bronzehäutigen drauf seid. The fuck? Schau eine Sekunde nicht hin und ihr bringt einen ums Geld. Tut mir also einen Gefallen und verschwindet. Da ist aber jemand bipolar. Hast du nicht eben noch bedankt? Weil ich bin Adliger. Ich lebe hier. Seid ihr immer so freundlich? Nur zu Leuten eurer Sippe. Jetzt lasst mich in Frieden. Netter? Du bist nicht nett. Frau Müllermann, du bist eine Rassistin. Aber hast eben Danke gesagt. Ja, das ganz ehrlich, das fiel ihr bestimmt ziemlich schwer. Vielleicht wird das ja noch was mit ihr. Hallo, wie geht's dir? Ja. Okay. Ich bin auch Adliger. Vielleicht, weißt du, heutzutage ist es so, alle werden immer sofort verurteilt. Und ich verstehe das. Am einfachsten ist es zu sagen, jeder, der nicht für mich ist, ist gegen mich. Warum überhaupt Energie verschwenden an irgendwelche Arschlöcher? Schon. Nur jetzt überlegt mal andersrum. Ihr habt irgendetwas, was wirklich nicht so eine tolle Eigenschaft ist. Oder eine Einstellung, die nicht so nett ist oder sowas. Nehmen wir mal an, ihr seid homophob oder sowas. Und dann eure Cousine will ihre Freundin heiraten und so weiter. Und keiner kümmert sich um euch. Alle finden euch scheiße und laden euch nicht ein und so weiter. Und dann schaukelt sich das ja nur hoch. Dann ist es so, dann findet ihr euch kack. Dann sagt ihr, oh, ihr sind alle blöd, blöde Lesben. Und die sagen, oh, blöder homophober Mensch und so weiter.
Das hilft ja niemandem. Würden sie dich einfach einladen und sagen, hey, wäre schön, wenn du dabei sein würdest oder sowas, bei unserem schönsten Tag und sowas. Und du hast die Chance, darüber nachzudenken, zu sagen, hey, vielleicht liege ich ja falsch, vielleicht ist das gar nicht so schlimm, vielleicht ist das schön, wenn meine Cousine, die ich echt mag, glücklich ist. Egal welche Einstellung, egal welche Religion ich habe. Und dann kann man ja dran wachsen. Man kann sich ja verbessern. Wir müssen uns doch, keiner von uns ist perfekt. Jeder von uns will doch jeden Tag sich verbessern. Wenn es nur ein kleiner Schritt ist. Wenn man einfach nur sagt, letztes Jahr war ich noch sehr schwach und habe immer meinen Frust in mich reingefressen. Und jetzt arbeite ich daran, diesen Frust zu bearbeiten, anstelle ihn in Kuchen rein zu projizieren oder irgend sowas. Das hilft doch. Und daher finde ich, dass Leute heutzutage, das ist jetzt ein sehr seltsamer Satz, Leute heutzutage, die nur schwarz-weiß sind, sind Enabler. Das bedeutet, sie sind schuld daran, dass die Welt ein schlechterer Ort wird. Und das ist jetzt ein ziemlich weitreichendes Thema, aber genau das ist es jetzt. Dieses Mädel da eben ist eine super Rassistin. Eine reiche, verwöhnte Rassistin, die wie heutzutage leider in Real Life denkt, alle Einwanderer, Ausländer und sowas sind schuld an allem Schlechten, weil irgendjemand muss ja die Schuld haben. Aber als sie gesehen hat, dass ein Einwanderer, ein brauner Einwanderer, ihre Stadt verteidigt hat, was sie nicht konnte, hat sie zwar einen scheiß rassistischen Witz, Ersatz gemacht danach, hat aber gesagt, Dankeschön. Und das ist doch ein Schritt nach vorne für sie gewesen, dass sie vielleicht abends bei ihrem tollen Essen sitzt und sagt, vielleicht habe ich mich geirrt, vielleicht ist nicht jeder Bronzehäutiger scheiße, vielleicht sind nur Menschen manchmal scheiße. Was nach Ark? Oh, beim rechten Weg, das, achso, das er ist singt. Unglaublich. Was wird er denn singen? Na ihr? Ah, sie beide sind mal am Schwimmen. Och, kaum komme ich rein. Der da hinten ist nämlich sonst nie am Schwimmen. Viel besser. Er wird die gesamten Stücke aus seinem neuen Liederband zu besten. Du bist immer im Wasser, ne? Immer. Kein Wunder, dass du schrumpelig bist. Aber ich verstehe es ihn auch. Ich würde auch die ganze Zeit im Wasser sein wollen. Das ist mein Lieblingslied. Das meine ich zum Beispiel. Die da oben machen es richtig und falsch. Es ist Krieg und die sagen, oh mein Gott, ja, er kommt bald und singt, yippie. Ist gut. Man muss ja nicht immer negativ sehen. Das andere ist aber, sie können es so sehen. Sie sind reich, sie sitzen gerade im Bad und tanzen. Denen geht's gut. Sie müssen nicht draußen kämpfen. Entweder weil sie arm sind oder weil sie Arbeiterklasse sind. Und daher, Selbstreflexion ist halt ein sehr wichtiges, sehr, sehr wichtig. Nur, man muss auch die Chance dafür bekommen, ne? Und Mahame zum Beispiel hat es ja geschafft, von sich aus. Okay, er ist fleischlos, aber trotzdem, wäre er einfach angekommen, illegal, hätte er trotzdem, glaube ich, es geschafft, irgendwie als guter Mensch durchzukommen. Hallo, oh, warte. Das ist aber eine sehr, 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 was ist das überhaupt irgendwas? Kann man da was sehen? What the fuck? What the fuck ist denn das da unten bei dir? Nee, ernsthaft? Hast du es so eingeklemmt? Autsch! Du weißt schon, dass du im Badehaus bist. Du kannst ruhig ein bisschen locker lassen, ne? Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich wollte nicht beleidigen, Mrs. Nee, er wollte einfach wieder ins Wasser, weißt du? Kurz was essen und gleich wieder ins Wasser. Oh, guck mal. Die haben Spaß. Oh weh, du gehst jetzt einfach nur auf die andere Seite. Wow! Diese Leute, ne? Diese Leute, die beim Schwimmen einfach nur daneben stehen. Einmal kurz reingehen, wieder rausgehen, wieder reden. Hier mit Freunden oder sowas und dann fertig sind. So einer ist er. Boah, war ich heute schwimmen. Ja, das war's du wohl, Henry, das war's du wohl. Okay. Mahame, das ist sehr gut gemacht bei dem Spiel. Mahame hatte gar nichts, hat alles verloren und wurde jetzt ein Adliger. Das hat doch auch was, ne? Wir reden gerade. Wartet, ihr habt doch bei der Verteidigung der Stadt geholfen, oder? Guck mal, sie hatte sich gemerkt. Danke. Wisst ihr? Danke. Ich habe der Garde immer trotzdem hätten sie es vielleicht ein bisschen anpassen können, irgendwie. Gut.
Ja, ich höre dir diesmal nicht zu, ne? Du wiederholst dich ein bisschen. Komm, wie die da zu zweit gehen. Vielleicht sagen die auch irgendwas Nettes. Gucken wir mal. Was denn? Oh, ich hätte gern alles aufgekauft. Einfach, dass man die Häuser abkaufen kann. Das wäre doch auch was. Hallo? Messer? Gibt's Neuigkeiten? Neuigkeiten? Was soll die Frage? Seht zu, Blablabla. Bist du vielleicht netter? Die Frau will nicht mit mir reden. Ja, ich hab's versucht, aber die wollten nicht. Die haben gesagt, du kannst ja woanders hingehen und... Ihr seid Fremdländer, was? Oh Mann. Ihr hättet euch keine... Das ist auch unfair, ne? Kennt ihr das auch im Real Life? Ich kenne das auch. Setz uns mal hier ein bisschen hin. Egal, was du machst, das ist verkehrt. Dann will man irgendwie helfen und dann... steh mir nicht im Weg rum. Und dann, okay, ich gehe dann in mein Zimmer. Warum hilfst du nicht? Mein Gott, bist du faul. Und dann irgendwann so, okay, warte mal, ich kann nicht gewinnen. Ich kann nur verlieren. Das ist doch voll fies. Ich hasse das. Wenn Leute machen, dass du nur verlieren kannst. Regen. La. Geht's da oben zum Sonnen? War das, ja, Sonnentempel. Da sind wir überhaupt nicht mehr hochgegangen. Du meckerst mich auch wieder an, oder? Was guckst du so? Sollten wir die andere Seite auch zeigen? Messer? Dass da welche kommen und dann so sagen, hey, entschuldigen Sie, Messer. Ich find's gut oder sowas. Schön, dass auch Leute aus außerhalb herkommen oder irgend sowas. So total verknallt. So ein bisschen. Das wäre auch mal schön. Nicht nur negativ, nicht nur rummeckern, sondern vielleicht auch mal positive Interaktion. Wachturm, auf den traue ich mich nicht. Okay, es ist 1 Uhr, das kann dauern. Wir gehen einfach... Was wollen wir da noch machen? Wir könnten ja noch ein bisschen rumlaufen und kämpfen. Habt ihr Bock drauf? Wir haben noch Erinnerungspunkte, aber ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Schauen wir dann mal. Wir können im Myradenturm... Oh, das können wir machen. Na sowas, der umstrittene Rekrut. Na, alles in Ordnung? Was? Ja. Ach so, da. Ich dachte, du redest mit mir. Ich... Keine Ahnung, mit wem sie gerade jetzt geredet haben. Ich wollte eigentlich nur zu dem Myradenturm... Oh, jetzt muss ich wieder hier lang laufen. Oh, da ist ein Kind. Wohl. Hey, Kind. Bist du nett wohl zu mir? Krieg Kind. Meryl. Wo wusstest du, dass die hier sind? Lasst mich. Oh. Mara ist traurig. Krieg. Nach all den Jahrhunderten Frieden. Was geht in diesen Namen nur vor? Ja, das ist auch immer kacke, ne? Denkst du, oh mein Gott, jahrhundertelang war alles gut und alle waren glücklich und so. Und es gab Frieden. Na, nicht wirklich. Ich meine, wenn man an die Unterstadt mal denkt oder so. Und dann in deiner Zeit gibt es dann den Krieg. Und du denkst dir, oh. Ja, so. Monsieur? Hallo. Oder wir können nach Dünenheim. Da gibt es ja keinen Krieg. Da ist die Musik bestimmt besser und die Laune besser und alles. Oder komm. Schreitet wohl. Ich möchte gerne einfach fliegen. Weg vom Regen. Und ich möchte aber auch nicht in Schnee. Wie wär's mit Flussheim? Na, ich trau mich nicht. Wenn wir da, bestimmt sitzt er immer noch neben seiner Frau, nach Monaten. Ich meine, wer kümmert sich um die Frau? Vielleicht hätten wir sie sterben lassen sollen? Ich dachte, der Frau geht's wieder besser. Also, das war einer unserer allerersten Quests, diese Bürgermeisterfrau da, diese fremdgehende Frau. Steilklippe. Was war denn die Steilklippe nochmal? Bring mich mal zur Steilklippe. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Wir müssen das ja noch ein bisschen genießen, die Welt. Was ist denn das überhaupt für ein Hals? Ist es ein Pelikan? Ich verstehe es sowieso nicht mit Pelikan oder sowas. Oder auch mit Schlangen oder so. Ich weiß, es zersetzen sie von innen. Aber es muss sich so... Wenn man als Mensch zu viel isst, dann geht es einem so schlecht. Okay, wo sind wir? Ah, da unten. Nee, ich glaube, dann wollen wir lieber nach Dünenheim, oder? Wir haben sonst nichts mehr zu tun. Wir haben echt nichts mehr zu tun. Wir haben nichts mehr. Aber
Wir haben so viele magische Symbole nicht. Das wundert mich dann doch schon. Wir haben alles entdeckt hier, aber die magischen Symbole, da fehlt uns noch so viel. Das ist faszinierend, wie viel ich dann doch nicht geguckt habe, ne? Wir nehmen die mal weg hier. Preis der Freiheit kann weg. Weißt du? Map. Tada. Ist viel besser. Weil dann müssen wir nämlich jetzt warten. Aber wir können warten nicht auf der Map anzeigen. Das ist ja doof. Aber wir können ein paar Tiere schlachten, wie wäre das? Komm. Wir gehen ein bisschen jagen. Hier regnet es nämlich nicht. Nur in Ark regnet es. Oh, ist sogar mal schön hier. Oh, guck mal, da oben sind doch bestimmt wieder neue Gegner, die wir fertig machen können. Hallo. Aua. Hä? Wo denn? Star? Kannst du mal kommen? Kümmerst du dich mal drum, bitte? Ah, danke schön. Einfach um die Ecke gegangen. Da war sie doch. Und ich danke schön, das wusste ich nicht. Ich habe sie nicht gesehen. Haben sich gut versteckt. Die Vagabundin. Menschlichen Herz, das wir mal wieder mitnehmen können. Nee, kein Müll mehr. Ja, okay. Waren das nur Frauen? Sorry. Zwei Männer kommen einfach ohne anzuklopfen irgendwo rein und bringen drei Frauen um. Das ist doch auch mal was. Ich wollte einfach ein bisschen mal grün genießen, weißt du, bevor wir jetzt den Tempel und sowas machen müssen. Aber Vagabund ist doch eigentlich nichts Negatives, ne? Das wundert mich immer. Die kommen hier einfach hin und gucken sich ein bisschen die Sachen an. Ah, okay, komm. Das ist gut an so welchen Fernkämpfern. Weil der Computer weiß, wo die sind, kümmert sich um die, während wir woanders laufen können. Das hat doch auch was. Lalala. Ah, einfach, wir genießen noch ein bisschen, bevor wir zum Pyräischen, was auch immer gehen. Ich freue mich auf den Tempel, der sieht echt schön aus. Aber jetzt einfach, was denn? Achso. So, dankeschön. Ist wieder Alarmanlage. Achtung Gegner, Achtung Gegner. Und bevor es jetzt alles losgeht, können wir uns noch ein bisschen... Was macht ihr hier? Hat es wieder blutig gemacht. Der Regen macht das Blut nicht sauber. Ist ja echt schlimm. Boah, so viele Elche und Tiere, die hier wild rumlaufen. Schön. Mich wundert es sowieso, dass Bären so aggressiv sind, aber alle anderen Tiere nicht. Ist es denn so ein bisschen auch Cleansing auf dieser Insel? Was ja auch nicht so schlimm ist. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Bären werden schon nicht aussterben. Man könnte also die ganze Insel eigentlich ein bisschen befreien. Von all den wilden Tieren, die irgendwelche unschuldigen Händler oder sowas angreifen. Oh oh. Wartet. Sind das... Nimi. Ah ne, ist ein Straßendieb. Ja, werden wir? Oh, genug! Ich wollte sich verstecken vor meiner Erinnerung. Aber die Erinnerung wird ja gesehen, ne? Ist ja nicht so, dass sie... Ah, egal. Ich dachte, das wären nerimesische Leute. Wo sind die? Ich möchte die fertig machen und angreifen. Da hinten sind wieder die Unsterblichen. Guck mal da, die Kühe. Was ich sagen wollte. All die Tiere, die nett sind, bis man sie angreift, können ja bleiben. Aber alle Gegner, alle blöden Tiere, die einfach dich sofort angreifen, wer hält das eigentlich hier in Schuss? Die könnte man doch einfach entfernen. Apropos entfernen, da sehen wir das Schiff. Oh mein Gott, das sind immer einige. Also ich...
Ja, ja. Da unten ist ein Schiff. Kam da jemand? Soll es eine Andeutung sein? Gehen wir gleich mal runter. Aber guckt mal, da steht doch einer. Und wir denken uns einfach so, ja, aber wir haben ja das mega mystische Super-Ding. Warte. Flammenmeer, Flammenmauer, nein. Warte, da. Kanonade, das passt doch. Kanonade auf, guck mal, einfach hier so, bim, 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 bim. Die brennen dann und gehen unter. Wir haben Feuer. Ein mystisches Feuer. Bom, 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 bom. Ah, seht ihr? Super schön. Und es dauert voll lange, bis sie rüberkommen können. Jetzt warten wir einfach ein bisschen und machen weiter. Aber scheinbar ist das Boot auch irgendwie magisch. Oh, guck mal, das ist ein Drache oder sowas. Nee, was ist das? Das Boot ist wahrscheinlich auch geschützt. Oh, daneben. Sorry. Oh, oh. Gehen die bis nach hinten? Nee. Puh, ein Glück. Da läuft man hier oben so einfach spazieren und plötzlich wird man von so einer Kanonade abgeschossen. Oder man könnte jetzt einfach mit Pfeil und Bogen einfach alle abwegsnipern. Die sind sogar tot. Seht ihr das? Sie stehen nicht wieder auf wie die anderen. Warte. Bam! Es geht. Ist sogar runtergefallen. Habt ihr es gesehen? Lul. Und keiner kriegt's mit. Also, steht da noch einer? Ist das noch ein Bösewicht? Wir snipern die einfach mit unseren mystischen Superbällen, mit unseren Feuerbällen weg. Bum, 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 bum. Ja. Aha. Und ist ins Wasser gefallen. Jetzt ertrinkt er. Lul. Ja, wenigstens musste er nicht verbrennen. Jo, wären jetzt diese Unsterblichen da nicht, die mich one-hitten, wäre das jetzt voll eine geile Idee, oder? Das würde ich voll gut finden, wenn man das könnte. Wie gesagt, ich erinnere an Gothic. Ich bitte ein bisschen Verständnis. Es war mein erstes Spiel in der Art. Und ich wusste nicht, dass es Möglichkeiten gibt, dass man da nicht rein darf. Wenn man konnte sie besiegen, aber man durfte sie nicht besiegen. Das ist es eben. Ich will nicht spoilern, ihr könnt ja gucken. Ich weiß nicht, das ist ein altes Let's Play. Aber bei Gothic gibt es da etwas, wo man eigentlich nicht rein darf. Das war eine Quest später. Und ich habe die voll... Und später dann so, huch, warum geht das nicht? Ging das ganze Spiel kaputt, weil das Spiel sich gedacht hat, warum sind die alle tot? Weil ich alle umgebracht habe. Weil da war ein Ort und da waren Bösewichte. Dann dachte ich, ja, dann gehe ich da mal rein und bringe alle um. Und die haben aber so viele Bösewichte da gehabt, dass man es nicht schaffen sollte. Ich habe aber einen Weg gefunden. Und das war dann später ein Problem und gleichzeitig auch nicht, weil ich dann gedacht habe, nö, dann muss ich ja, weil später hieß es dann, du musst dich irgendwie reinschleichen oder du musst Frieden finden oder irgend sowas. Naja, nö. Guck mal, und da hinten können wir jetzt auch. Und die, oh nein, wir dachten, wir sind sicher. Ah. Bam, 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 bam. Oh, das meiste ging daneben leider. Na, ich meine ja nur. Man könnte es jetzt schaffen, die alle umzubringen. Ja, ja. Haben sie. Obwohl ich hier bin. Eieieiei. Ah, da hinten. Wo sind sie denn alle? Ich habe euch auch entdeckt. Oh! Ich hab euch auch entdeckt. Ich hab euch auch entdeckt. Hab euch auch entdeckt. Ihr könnt mir nichts. Sagt, ihr sagt, ihr sagt. Hallo, na? Oh, was ist das? Kalamari? Nein. Kalaria. Oh mein Gott, lass mich doch einfach mal ein bisschen gucken, ey. Oh, seid ihr aber aggro? Bam! Ja, schießt euer eigenes Ding ab. Seid ihr dumm, ey. Du hast dich selbst
selbst abgeschossen. Apropos, ich weiß, wo wir noch hin müssten. Da waren wir ja nie. Hier unten am... Wir haben von Anfang an, haben wir es nie geschafft, hier unten am Strand die Gegner zu besiegen. Wisst ihr noch? Das schaffen wir doch jetzt bestimmt. Wollen wir es mal ausprobieren? Also ich werde sowieso nochmal laden, aber so ist das nicht. Aber... Wollte sie mich angreifen? Da, nein. Hier, die Gegner. Die haben wir doch nie geschafft, weil sie immer zu schwer waren. Wir sind immer dran vorbei. Und damit sind wir auch nie an den Ort gegangen. Vielleicht ist da ja noch ein magisches Symbol oder so. War das nicht hier? Ja. Au. Wow. Wir sind stärker geworden. Boah, hat man da Schreie gehört? Wie unheimlich. Ja, da hinzulaufen wird jetzt um einiges schwerer, ne? Deshalb habe ich jetzt gedacht, das nehme ich jetzt nicht ernst. Aber wir haben es geschafft. Einfach nur aus Prinzip wollte ich es mal machen. Ja, ja. Hier haben wir nämlich einen Hasen, ein Verzauberungsding und die massive Truhe. Was war denn da nochmal drin? Baupläne, Zeug, Dreck. Ja, okay. Ziemlich Müll. Und dahinter... Waren wir jemals dahinter? Also wir waren dahinter. Da hinten sind diese Piraten. Aber ich meine jetzt... Oh, guckt mal! Da ist der Turm von der Magier, wo wir einzige Mal ein Happy End gemacht haben. Hätten da einfach hinterlaufen können. Interesting. Ja, mit dieser Kanonade da kann man schon ein bisschen Spaß haben. Das stimmt schon. Seid ihr auch wieder da? Hallo? Ich stelle mir das so bei den anderen Morrowind Oblivion so vor, dass man einfach irgendwo reinläuft. Moin. Hi. Oh, hi. Ah, wow. Boah, du bist aber cool. Heilige Scheiße, dafür wirst du brennen, das schwöre ich dir. Brennen? Ich habe jetzt extra kein Brennen gemacht. Oh, hi. Ich wollte einfach nur mal am Ende nochmal zeigen. Oh, wir haben einen Schild-Finisher gehabt. Oh, Genickbruch durch Schild. Geil. Einfach am Ende nochmal zeigen, wie stark wir geworden sind. Aber egal. Wo bist du? Ah, da. Na, danke für die Hilfe. Ich weiß nicht, wo du herkamst plötzlich, aber... Und... Ja, man könnte so nochmal aufleveln. Aber bei dem Spiel ist Aufleveln jetzt nicht so wichtig wie bei anderen. Bei Final Fantasy ist ein Level sehr wichtig. Hier ist es jetzt so... Ja, ne? Ist nicht so wichtig. Okay. Schade drum. Ich hätte sehr gerne einfach... dass sie gemacht hätten, dass man es schon machen kann, die alle auszumerzen. Aber wahrscheinlich kommt da noch irgendetwas, dass sie irgendwie es schaffen, rüber zu... Also, dass sie... Weiß ich nicht. Wahrscheinlich schaffen sie es einzudringen und dann muss man wieder nach oben laufen und das Leuchtfeuer schützen oder irgend sowas. Kann ich mir gut vorstellen. Wir wissen ja, dass es immer noch ein Bösewicht gibt. In irgendwo da. Weil der eine Maulwurf hat ja gesagt, er ist nicht Lishias Mörder. Wie hieß sie nochmal? Und daher irgendjemand ist noch böse. Das heißt, kann sein, dass das hier noch was wird. Und vielleicht ja dann. Vielleicht darf man ganz am Ende als Finale sich hier durchschnetzeln und die alle versenken. Oh, das wäre natürlich nice. Das stimmt. Okay. Gut. Das war... wir haben nur ein paar Stunden geschafft. Ich melde mich wieder, wenn... Ich wollte einfach mal eine Folge haben, wo wir einfach mal ein bisschen mal Ruhe haben. Denn ich weiß jetzt schon, dass
die Queste dann wieder was Besonderes wird, wahrscheinlich. Und mit Kampf und viel Gerede und sowas. Vom Spiel aus, nicht von mir. Und daher sehen wir uns gleich wieder, wenn es dann losgeht, zum Ende der letzten Zivilisation. Also was eine sehr coole Idee ist. Ich frage mich aber, wo das jetzt noch ist. Wir hatten irgendwo noch ein abgeschlossenes, wo wir nicht reinkamen, aber ich weiß nicht mehr wo. Also, wir haben noch, das kam noch gar nicht vor, ist das vielleicht, was wir holen müssen? Diese Sonne, wo wir nicht reinkamen, in das, was dieser Typ versucht hat und das ganze Land kaputt gemacht hat. Wisst ihr, was ich meine? Talgard, ne? Hier beim Sonnenfeuer. Das muss ja irgendwas noch sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das Sonnenfeuer brauchen. Das heißt, er lag dann doch irgendwie richtig und dann brauchen wir das Sonnenfeuer mit dieser Kraft, das ein ganzes Land kaputt gemacht hat, können wir die Hohen kaputt machen oder irgend sowas. Bloß seltsam, dass da vorher keiner drauf gekommen ist oder so, weil das Sonnenfeuer einfach da war. Na, mal schauen. Bis gleich. Random Cuts. Nein, ich war einfach jetzt zu sauer darauf, dass das passiert ist mit dem Legendären und habe mehrere Sachen dann gemacht. Erstens, ich habe meinen Erinnerungspunkt einfach in stärkeres Schwert gepackt. Dadurch wurde das Schwert schon mal stärker auf 75. Und jetzt habe ich dann doch mal Tränke gemacht, ausgerüstet, bla 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 und habe ganz, ganz viele Waffen, die stärksten Waffen, die wir so haben und die besonders sind, habe ich mal legendär gemacht. Ich hatte nur ein paar Sekunden und plötzlich, einmal ging es nicht richtig, eins habe ich nicht mehr geschafft. Die 30 Sekunden sind wirklich knapp bemessen, aber ich habe zwei Tränke gemacht, wenn wir schon mal dabei sind. Jetzt werden wir uns aber schön ausziehen, um zu gucken. Natürlich, um zu gucken. Verstehst du? Nein, natürlich. Ihr könnt gerne lechzen und thirsten für Mahame. Und wir gucken uns die Waffen an. Denn wir haben jetzt, was ist jetzt die stärkste Waffe, habe ich mir gedacht. Al-Rashims Erbe, das wir von ihm bekommen haben, ist jetzt auf 77 hoch. Aber es kann nichts, ne? Und ist aber 77 ist scheinbar das Beste? Warte, das macht aber doch keinen Sinn. Macht das Sinn? Weil wir waren schon auf 75 mit Stimme des Vergessens. Ah, die Ausrüstung hat es verbessert. Schon gut, vielleicht müssen wir uns doch ausrüsten. Wir schauen mal ganz nackt. Wenn wir nackt wären, ist Al-Rashims einfach am besten. Und die Stimme des Vergessens hat es legendär 59. Das hört sich jetzt nicht so gut an, aber okay. Dann haben wir die Axt des Blinden, ist 68. Und Selnas Zorn ist auch 68. Ah, so ist das also. Mit Perks und mit allem. Das bedeutet, unsere Ausrüstung macht um einiges stärker noch Einhandangriffe. Macht aber Sinn, wir sind ja ein Kampfmagier, also alles gut. Schwach dafür ist irgendwie der Schattenstich, der da unten war, und der Knochenreißer, 36, die blieben ziemlich weit unten. Da haben wir aber hier den Schattenstich sehr gerne, weil der absorbiert 6 Lebenspunkte. Da haben wir aber auch irgendeinen besseren. Zum Beispiel die Moraler Schneide ist glaube ich langsamer, ne? Gucken wir gleich mal nach. Und hier, Kilianischer Sargass absorbiert 11 Punkte Lebensenergie. Das könnte auch was Gutes sein. Wenn wir einen Gegner haben, der ein bisschen draufhaut oder sowas, einfach mal umwechseln und dann ihn Schaden machen und trotzdem sehr viel absaugen. Das hört sich nicht so schlecht an. Dann haben wir die Winterschneide, die fand ich einfach so interessant, weil sie so viel wert war. Kritische Treffer frieren sie ein, aber ich glaube, das war ein Doppel, ne? Jo. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Im Regen steht er hier. Nackt im Regen. Mama, was macht der Typ da? Das sieht sehr seltsam aus. Warte. Bonk. Bonk. Okay. Ich wollte ein bisschen... Oh nein, wir sind wieder Typ aus dem Bad. Oh, da kommt davon. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen cooleres Bild. Bei dem Regen geht das nicht, aber... Seht ihr? Manche Schichten gehen einfach nie zu. Guckst du gar nicht. Aber guck mal, Mahamad auch nichts.
Wir können so schauen. Nein, Mahame. Naja, dann, solange Jasper. Jasper. Glücklich ist. Nispa? Odin sagt, was die Nerimesen über die Götter sagen, seien Lügen. Aber wenn das wahr ist, wieso beschützen uns die Lichtgeborenen dann nicht? Vollkommen richtig, aber haben sie vorher auch nicht gemacht, ne? Entschuldigung, ich nehm's wieder weg. Ich weiß nicht, wohin ich's gesteckt habe. Guck nicht so. Warum guckst du so, als ob es seltsam wäre, was ich tue? Finde ich ein bisschen diskriminierend. Da, unsere Stimme der Vergessen. Das ist natürlich, ne, jetzt haben wir es aber legendär. Wir gucken gleich, wie viel es am Ende ausmacht. Das ist zum Beispiel eine Chance. Wir wissen nicht, was für eine Chance, aber eine Chance zu leben. Und das ist nicht schlecht, muss man sagen. Ist aber leider auch wieder ein Zweier, ne? Uiuiuiui. Das sieht aber gefährlich aus. Bam! Ich hätte gerne eine andere Unterhose. Warum kann man nicht unterschiedliche Unterhosen anziehen? Hab doch einfach so eine normale Brief-Boxer-Unterhose, wie bei anderen Spielen. Weil, wenn sie schon so einen Lendenschurz machen, und dann kann man aber untergucken und dann ist da nichts. Dann macht dann irgendwie für mich die ganze Sache kaputt. Ah, da oben, das ist der Trank für Tränke machen. Der hält ewig. Wisst ihr, was ich... Wahrscheinlich, weil man damit kämpft auch und so. Wisst ihr, was ich meine? Das ist dann so... Dann macht doch gleich so Spider-Man-Outfit, also Unterhose oder sowas. Naja. Ich weiß, dass sie mal was anderes darstellen wollten. Und sowas hatte man ja früher wirklich an. Dieses, so ein Seil oder so. Gürtel. Und da dann ein Tuch drüber. Klar. Aber zum Beispiel im Nahen Osten gibt es ja immer noch die, also Indien und Arabischen und sowas. Also da gibt es ja noch diese, da haben sie auch, da nehmen sie einfach nur ein Tuch, wickeln das rum und dann ist es, wie soll man das sagen, wie auch in Asien, Fudoshi, oder wie das heißt, Fundoshi. Und auf jeden Fall aus einem Tuch, aus einem länglichen Tuch, wird dann einfach eine sichere Unterhose, die man nach vorne dann, wo hinten und vorne wie hier, dann, wahrscheinlich meinen sie das da auch damit ein bisschen, ne? Was auf jeden Fall aussieht wie ein Lendenschurz dann, aber darunter ist noch etwas. Das heißt, es ist nicht jetzt wie bei den Schotten oder sowas, wo alles frei ist. Ich glaube, bei den Schotten auch nicht, keine Sorge, früher. Und das finde ich eigentlich super interessant und cool. Ich glaube, das haben wir mal ausprobiert. Nicht wir, ne, das hört sich jetzt falsch an, sondern, das hört sich jetzt gerade so an, meine Freundin ausprobiert. Nein, aber wir haben das über den Klamotten so ausprobiert, wie man so ein Fundoshi, als wir Manga und sowas gelesen haben, da gab es mal so eine Anleitung. Mann, das müssen wir eigentlich mal machen. Findet ihr bestimmt online. So ein Schritt-für-Schritt-Anleitung ist gar nicht so schwer. Und das ist dann richtig, wenn man ein bisschen übt, glaube ich, richtig gut eine Unterhose, weil du dann nichts weiter brauchst. Natürlich, jetzt ein Gegenargument, es gibt Unterhosen. Fertig. Aber wenn du einfach nur ein Tuch hast und das kannst, kannst du dir eine Unterhose herstellen, die ziemlich gemütlich ist, aber auch praktisch und fest und alles hält und so weiter und dich schützt. Und auch, sagen wir mal so, du kannst damit rausgehen im Sommer. Weißt du, so ein bisschen. Und das finde ich, machen sie ja auch. Wenn ihr mal die Fundoshi, wie heißen die Feste? In Japan, wo alle dann rumlaufen. Das ist ein bisschen, finde ich, vielleicht nicht erotisch, sondern das finde ich schon ein bisschen seltsam, wenn da plötzlich dann hunderte von Männern und Jungs mit Fundoshi einfach nur durch eine Parade, so eine spirituelle Parade machen. Ist wie eine Fleischbeschau. Ich meine, ist nicht schlecht, ist nichts Schlimmes. Es ist einfach nur, gibt es mit Frauen auch? Ist es so, mach das ruhig, finde ich super. Es ist nur trotzdem seltsam, ne? Just saying. Und ist ein bisschen wie die Schlammcatchen hier in Türkei oder sowas. Nee, wie heißt das? Dieses Schlamm, wo sie im Schlamm rumkämpfen. Ist egal, anderes Thema. Was wollte ich sagen? Genau. Und das hätte man hier vielleicht ja machen können, sodass man nicht drunter gucken kann. Ne? Das, naja, was soll's. Ich wiederhole mich wieder. Tut mir leid. Okay, dann haben wir.
Ja, einige sind automatisch besser als andere, ne? Ich würde mal sagen, wir könnten eventuell... Der ist noch ganz gut. Warte, den habe ich noch, den Totensturm. Schockschaden und Mana-Schaden. Das ist halt... Aber ich möchte nichts aufladen. Das ist das Problem. Das war dieses leuchtende Ding. Das könnte auch gut sein. Warum sieht er plötzlich... Warum sieht Mahame so... So schmächtig aus? Wieso komme ich nicht näher? Okay. Wow. Entschuldigung. Das Leuchten ist cool. Das Problem ist das Aufladen. Wir haben noch genug Seelensteine. Wir könnten das aber so mitnehmen. Für 58 Schockschaden nochmal zusätzlich. Aber warum, wenn wir... Stimme hier, 59 und den... Immer. Ne? Es passiert halt nicht immer, aber kritische Treffer sind umso stärker. Das hat schon was. Oder halt der hier mit dem Punkte, Lebenspunkte absorbieren. Okay, ich wollte es euch nur gezeigt haben. Oh, ich mag ja irgendwie diese kleinen, aber hier Schattenstich und... Schattenstich hatten wir ja so gerne damals. Und es scheinbar passiert es auch nicht anders. Sieht sogar richtig cool aus. Woo. Ahoi. Ahoi. Ich kämpfe einfach mal hier gegen nichts in meiner Nebengasse. Guck mal, ich kann nämlich die ganze Zeit hauen. Brauche überhaupt keine Ausdauer irgendwie, damit zu hauen. Wir könnten die ganze Zeit mit diesem kleinen, sieht irgendwie cool aus. Wir üben einfach hinter unserem Haus so ein bisschen kämpfen. In Unterhose. Weiß nicht, ich finde die Idee auch ganz gut, den zu haben. Dann können wir ihn so halten und dann... Und wieder zuhalten. Finde ich irgendwie auch ganz gut. Aber wenn wir jetzt mal unsere Stimme des Vergessenen nehmen... Ist nicht so viel langsamer, ne? Braucht auch keine Energie. Oh, doch, wenn wir stark angreifen, braucht es um einiges mehr, mehr Ausdauer. Ups. Das ist natürlich traurig. Aber wir können das hier machen und so. Ja, eure Meinung sehr gerne in die Kommentare, was wir benutzen sollen und sowas. Ich bin halt immer ein Fan von diesen passiven Fähigkeiten, die nichts weiter bringen. Und wir gucken uns natürlich gemeinsam an, wie es aussehen wird, wenn wir... warte. Rucksack des Arbeiters. Nein, warum ist das alles ein bisschen durcheinander jetzt? Hä? Warum? Achso, weil ich die geordnet habe nach Namen oder was? Ja, macht Sinn. Und dann nehme ich hier, wir holen es da gleich wieder. Fass mal Listen. Haben wir alles jetzt? Ich glaube schon. Dann gucken wir mal, wie stark ist denn jetzt die Stimme. 79. Also hat Legendäres nur um 4 verbessert. Das ist echt schlecht, muss ich jetzt mal sagen. Das ist ein bisschen traurig. Wir können ja mal gucken. 100! Achso, alles andere wird draufgerechnet. 100 für hier unser verschenktes Knochenschwert. Das ist natürlich nice. Einfach mal 100 Schaden. Ist ja um einiges anders. Frostschaden hier auch noch gut. 74 mit Lehmen. Ja. Aber ganz ehrlich, ich finde es halt toll mit diesem kritischen Schaden und so weiter. Der macht zwar auch kritischer Schaden, aber das ist eine Schockwelle. Weiß nicht. Okay, ich glaube, wir werden weiterhin die Stimme des Vergessens behalten. Was macht der Schattenstich? Der Schattenstich ist aber auch auf 52 hoch, ne? Hat aber fast keine Energie mehr. Haben wir die Magie benutzt? Macht das Sinn? Während wir angreifen, obwohl wir überhaupt niemanden angreifen. Das macht es ja noch schlechter. Wisst ihr, wenn die Seelenenergie rausgeht, obwohl wir sie gar nicht benutzen. Nee, komm. Dann hat sich's das. Ich würde also sagen, jetzt entweder Juslans oder Stimme des Vergessens. Aber wir nehmen Stimme des Vergessens, denn das war ja der Arme, den wir schon wieder vergessen haben. Der hatte irgendwie einen türkischen Namen oder so.
bei der Kinder, ja, bei den Kindern. Wer ist es nochmal? Beim Kinderheim. Also werde ich wahrscheinlich, ich wollte es euch auf jeden Fall gezeigt haben, jetzt haben wir das auch legendär. Und natürlich der Bogen, scheiß drauf, aber den Bogen habe ich auch legendär gemacht, falls denn mal was ist, ne? Wenn wir den Bogen dann doch mal brauchen, dann ist er wenigstens legendär. Wir müssen alle legendär sein. Ganz wichtig. Haben wir auch ein bisschen gekämpft. Gut, bis gleich, wenn ich mich melde mit wieder irgendetwas. Oder es geht endlich weiter. Ich weiß noch nicht.